In der Nacht ging auf einmal der Alarm los, die Schlösser mit einer Akkuflex aufgeflext worden waren. Die Täter wurden dann in Handschellen abgeführt. Biketracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann wurde dein E-Bike gestohlen? Ja, mein E-Bike wurde am 26.07.2020 gestohlen, gegen 3 Uhr in der Nacht. Wo war dein E-Bike abgestellt und wo warst du während der Tat? Das war abgestellt in der Tiefgarage hier und ich lag zu diesem Zeitpunkt im Bett und schlief fest. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? In der Nacht ging auf einmal der Alarm los von der App auf meinem Handy und meine Frau ist hier nur schnell runter in die Tiefgarage, hat nachgesehen, ob das Fahrrad noch an seinem Ort ist und hat festgestellt, dass es nicht mehr vorhanden ist. Wie haben die Täter dein E-Bike geklaut? Das Rolltor zur Tiefgarage war massiv hochgedrückt worden. Das heißt, es war anschließend beschädigt, konnte auch nicht mehr bewegt werden. So sind sie in die Tiefgarage gekommen und dort stand mein E-Bike abgeschlossen. Ich habe dann später festgestellt, dass die Schlösser mit einer Akkuflex aufgeflext worden waren und dadurch das E-Bike entwendet wurde. Wie wurde der Diebstahl aufgeklärt? Gegen 3.13 Uhr ging der Alarm los. Gegen 3.17 Uhr habe ich die Polizei davon in Kenntnis gesetzt. Die Polizei hat zunächst mal gesagt, dass sie erstmal eine Nahbereichsfahndung hier auslösen wird. Ich bin dann zunächst mal runter und habe mir angesehen in der Tiefgarage nochmal genau den Ort. Und dabei haben wir festgestellt, meine Frau und ich, dass noch ein weiteres E-Bike entwendet worden ist aus der Tiefgarage. Und nachdem um 3.24 Uhr die Polizei immer noch nicht erschienen war, habe ich die Polizei nochmal angerufen. Ich habe sie dann nochmal darauf hingewiesen, dass ich einen GPS-Tracker im Fahrrad habe und ich genau den Standort sehe im Moment, wo sich das Fahrrad befindet und in welche Richtung sich das Fahrrad bewegt. Daraufhin wurde dann die Beamtin hellhörig und hat gesagt, ich sollte doch bitte jetzt ständig den Standort durchgeben. Das habe ich dann getan. Gegen 3.28 Uhr auf einmal hat sich das Fahrrad nicht mehr bewegt. Daraufhin hat mir die Einsatzzentrale gesagt, dass sie die Täter gestellt haben und die Fahrräder sicherstellen konnten. Wie konnte die Polizei die Täter stellen? Ja, die sind auf der Straße den Tätern entgegengefahren, haben sich quergestellt auf der Straße, sodass die Täter nicht vorbei konnten an dem Fahrzeug. Die Täter waren so perplex gewesen, dass sie auch keinen Fluchtversuch mehr unternommen haben und die Tat auch sofort eingestanden haben. Und die Tatwerkzeuge, die sie eingesetzt hatten dort vor Ort, hatten sie noch dabei, auch die Akkuflex. Hattet ihr Kontakt mit den Tätern? Wir wurden abgeschirmt von den Tätern, durften also nicht in die Nähe. Und die Täter wurden dann in Handschellen abgeführt. Also das war das Einzige, was wir sehen konnten. Wir hatten also keinen Kontakt mit den Tätern selbst. Wie haben die Polizeibeamten reagiert? Die Beamten waren hellauf begeistert. So etwas hätten sie noch nicht gehabt, so eine Täterermittlung. Und sie haben das geschildert wie aus einem Krimi im Fernsehen, den Ablauf. Wie wäre der Diebstahl ohne den GPS-Tracker verlaufen? Der Verlauf wäre so gewesen wie beim ersten Diebstahl, den wir hatten, 2017. Das Fahrrad wäre weg gewesen. Wir hätten zunächst mal nicht bemerkt, dass überhaupt der Diebstahl stattgefunden hat zu dem Zeitpunkt. Und wenn man es zeitnah feststellt, bei dem Weg, den die Täter gefahren sind, hätte die Polizei keine Chance gehabt, mit einem Einsatzwagen hier die Täter zu fassen. Der GPS-Tracker war das Mittel, um diese Täter zu fassen. Eine andere Möglichkeit war hier nicht gegeben oder sehe ich auch nicht. Würdest du beim Diebstahlschutz auf den GPS-Tracker verzichten? Nein, der gehört heutzutage mit dazu. Nur eine rein mechanische Sicherung reicht leider heutzutage nicht mehr aus, um hochwertige Fahrräder zu sichern. Wenn das hier Fahrräder gezielt entwendet werden, dann hilft nur ein GPS-Tracker mit Alarmfunktion. Denn ansonsten, so wie jetzt in meinem Beispiel, wo mit der Akkuflex, die ja mitgeführt worden ist, der Diebstahl durchgeführt worden ist.